Die SPD-Fraktion hat nun das Wort, der Kollege Uwe Beckmeyer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gratulation, Herr Minister, zum Amt, auch Ihren parlamentarischen Staatssekretären. Wir werden als Sozialdemokraten uns mit Ihnen, denke ich, konstruktiv im Stil, fair im Umgang, aber ich glaube auch hart in der Sache auseinandersetzen. Und damit wollen wir heute auch beginnen. Sie wollen Mobilität, Sie wollen Verkehrsinfrastruktur sichern. Das ist gut so. Die Frage ist nur, wie. Wir haben gestern von der Frau Bundeskanzlerin gehört, den etwas denk- und merkwürdigen Satz, wir wollen Wachstum, das an morgen denkt. Und Sie selbst sagen, Verkehrspolitik hat etwas mit Wirtschaftspolitik zu tun. Auch richtig. Die Frage ist aber, in welchem Umfang spiegelt sich das eigentlich in Ihrem Koalitionsvertrag wider? Und in welchem Umfang hat sich das eigentlich eben in Ihrer Erklärung zu diesem Koalitionsvertrag als Fachminister wiedergespiegelt? Nehmen wir mal die Finanzausstattung Ihres Hauses in den vor uns liegenden Jahren. Wir haben zurzeit eine gute Finanzausstattung mit ca. 12 Milliarden plus zwei Konjunkturprogramme, die sich wesentlich in Ihrem Haushalt niederschlagen. 2009, 2010 laufen gut, aber 2011 läuft nicht gut, weil dort laufen die Konjunkturprogramme aus. Dort ist eine Absenkung der Linie im Bereich der Finanzplanung vorhanden und Sie wollen Verkehrsinfrastruktur ausbauen. Da haben Sie schon mal eine erste große Schwachstelle. Ich habe von Ihnen hier heute dazu kein einziges Wort gehört. Im Koalitionsvertrag steht dazu ebenfalls nichts drin, in welcher Weise Sie diese Aufgabe als Wachstumsmotor über die Verkehrs- und Baupolitik überhaupt gerecht werden wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben zu verzeichnen, dass zurzeit im Bereich des Wohnungsbaus von Ihnen aus Ihrem Programm keine Impulse kommen. Im Bereich des Wirtschaftsbaus erleben wir zurzeit einen dramatischen Rückgang. Im Bereich des öffentlichen Baus droht auch nach dem, was da steht, ebenfalls eine Reduktion der Aktivitäten. Das bedeutet, in der prognostizierten Aufschwungphase wird gerade der Bereich, der dieses mittragen müsste, nämlich die Binnenkonjunktur, eklatant geschwächt. Der Bundesminister, der Koalitionsvertrag sagt dazu nichts. Das, denke ich mal, ist eine Frage, die zumindest bei mir eigentlich zum Ergebnis gekommen ist. Das ist armselig, was da aufgeschrieben ist. Es ist antriebslos, was da aufgeschrieben ist. Es fehlt an Geist, es fehlt an Fantasie und es fehlt an klaren Zielen in Ihrem Koalitionsvertrag. Und das, denke ich mal, muss man als erstes mal festhalten. Das Zweite ist, die Herausforderungen im Bereich natürliche Lebensgrundlagen, Lebensqualität kommender Generationen. Es steht im Koalitionsvertrag kein einziges Wort dazu drin, wie man eigentlich eine nachhaltige Politik der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Wachstum des Verkehrs organisieren will. Kein Wort. Auch dazu ist bei Ihnen eine absolute Leerstelle in diesem Koalitionsvertrag zu finden. Und ich kann nur sagen, das ist schwach. Das ist nämlich das zentrale Thema von Verkehrspolitik auch in der Zukunft, in welcher Form wir dieses organisieren können. Wir haben eine Abkehr, und das ist ja Ihre verkehrsträgerorientierte Finanzierung, vom integrierten Verkehrssystem. Das ist eigentlich ein Zurück in die 60er Jahre. Und das, meine ich, ist ein Punkt, den kann eigentlich diese Republik nicht aushalten. Weil das bedeutet, dass Sie sagen, wir machen jetzt verkehrsträgerfinanzierte Kreisläufe. Da frage ich mich, wo bleibt die Wasserstraße? Die Maut bezahlt zu 50% zurzeit die Wasserstraße. Was bedeutet das zukünftig? Wird es keinen Wasserstraßenausbau mehr geben? Stoppen Sie den Nord-Ostsee-Kanal, stoppen Sie alle diese ganzen Projekte und es ist damit vorbei? Ich frage mich, was wollen Sie, Herr Döring, in der Angelegenheit eigentlich? Welche Signale schicken Sie nach Norddeutschland? Welche Signale schicken Sie in die Republik insgesamt bei der Finanzierung solcher wichtigen Infrastrukturprojekte? Das ist nicht zu Ende gedacht. Und da merkt man auch hier, es ist ein Lückentext in Ihrem Programm. Ein Lückentext. Man kann das so und so und relativ vage ausfüllen. Der mal interpretiert der Minister, mal Herr Döring, mal Herr Fischer. Es geht immer munter drauf los, aber keiner sagt es eigentlich, wie es wirklich geht. Etwas zur Bahn. Etwas zur Bahn. Da steht in Ihrem Text, dass Sie Gewinnabführung der Infrastruktursparen an die Holding ausgeschlossen haben möchten.
Wissen Sie eigentlich, was in den letzten Jahren seit 1994 da passiert ist? Es hat nicht die Infrastruktur die Mobilität finanziert, sondern umgekehrt, die Mobilität hat die Infrastruktur mit 2 Milliarden finanziert. Das muss man einfach nur wissen. Sie bilden ein Beispiel, das völlig daneben ist. Und ich kann nur Ihnen nur sagen, machen Sie weiter so. Wenn Sie diese Gedanken, die Sie dort aufgeschrieben haben, tatsächlich in die Tat umsetzen, schwächen Sie die Bahn in der Form, dass Sie im Grunde die ganze Steuerproblematik innerhalb der Bahn überhaupt nicht reflektieren. Sie schädigen die Bahn mit ungefähr 1 Milliarde Steuerausfall. Und damit haben Sie ebenfalls ein weiteres Riesenproblem. Am Ende des Tages haben Sie dann ja sich noch gerappelt, indem Sie das Ganze unter einem Prüfvorbehalt geschrieben haben, weil das war so abgrundtief falsch, was dort stand. Und Sie konnten sich wahrscheinlich nicht selbst dort in einer Art und Weise blamieren. Aber der Punkt ist der, denken Sie bitte zukünftig erst einmal eine Sache zu Ende und schreiben Sie dann auf. Herr Minister, ein allerletztes zu Ihnen. Sie haben ja gemerkt von den Fettnäpfchen und mit dem Dilemma des jeweiligen Dementis. Sie wissen ja, ein Dementi, an Ihre Redezeit, ich komme zu Ende, ja. Ein Dementi ist immer eine schwere Sache. Es soll so sein, als wenn man wieder Zahnpasta in eine Zahnpastatube zurückdrängen will. Ich glaube, es ist wichtig. Und ich glaube, wir als Sozialdemokraten geben Sie Ihnen die 100 Tage. Aber meine Bitte ist, geben Sie sich auch selbst die 100 Tage. Denken Sie einmal mehr, bevor Sie etwas verkünden, was am Ende des Tages dann wieder durch Dementis eingeholt wird. Die Verkehrspolitik jedenfalls verträgt eine solche Hin und Her und Zickzack und Politik nicht. Wir haben es mit dem größten Investitionshaushalt der Republik zu tun. Da ist Souveränität, da ist Klarheit und da ist im Grunde Perspektive und Zielsetzung, denke ich, der entsprechende Maßstab für das politische Handeln auch in der Zukunft. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin.